Seid gegrüßt! Wir befinden uns heute auf dem über 200 Jahre alten Melaten-Friedhof in Köln. Hier haben einige Prominente ihre letzte Ruhestätte gefunden, wie zum Beispiel Dirk Bach, Willi Herren und viele andere. Wir werden heute versuchen, euch möglichst viele Gräber zu zeigen, also wollen wir keine Zeit verlieren und starten sofort mit dem Video. Wir befinden uns am Grab von Moritz Ritterbach. Er verstarb mit gerade mal 23 Jahren an einem Aneurysma. Trotz Not-OP konnte ihm leider nicht geholfen werden. Er war der Sohn vom FC-Vizepräsident. Es ist wirklich schön zu sehen, wie liebevoll das Grab gestaltet wurde. Vor allem der Geißbock vom FC Kölle. Mittlerweile wäre Moritz halt auch schon 29 Jahre alt gewesen. Umso trauriger ist es halt auch nochmal hier an seinem Grab zu stehen, um zu wissen, er ist ja ganz im ähnlichen Alter wie ich. Gut, ich bin ein bisschen älter, 35, aber das ist schon beängstigend, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Mittlerweile sind wir an der Kapelle, wo die Königin der Roma bestattet wurde. Und ganz interessant zu wissen ist vielleicht, dass die ihre Familienangehörigen nicht in die Erde einbetten, sondern solche Kapellen dafür verwenden. Manche handhaben das auch so, dass die Holzkonstruktionen dafür nehmen, wo dann die Särge draufkommen. Das Wichtigste ist halt in deren Kultur, dass die Särge niemals die Erde berühren. Dr. Guido Westerwelle, unser ehemaliger Bundesaußenminister, verstarb mit gerade mal 54 Jahren an Leukämie. Diese Krankheit ist unfassbar schrecklich und grausam. Sowas wünscht man wirklich niemandem, noch nicht mal seinen Feinden. Was viele von euch wahrscheinlich nicht wussten, ist, dass Guido Westerwelle wirklich ein humorvoller, lieber Mensch war. Was mir hier an diesem Grab auffällt, dass die Bepflanzung einem Würfel ähnelt, und zwar der Zahl 6, was ja wiederum Glück bedeutet, und diese mächtige Statue. Hier sind wir auf der sogenannten Millionenallee. Hier liegen Prominente wie zum Beispiel Guido Westerwelle und noch viele weitere Prominente, die halt etwas im Leben erreicht haben. Wir haben eine kleine Hinweistafel. Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. In diese Richtung. Wahrscheinlich sind das die Gräber hier hinter mir auf der rechten Seite. Total interessant. Hier ist es eine ganz besondere Ehre, an diesem Grab zu stehen bzw. zu hocken. Willi Milovic, einer der bekanntesten Theaterschauspieler und Volksschauspieler aus Köln. Das ist einfach eine Legende und er ist im Alter von 90 Jahren verstorben an Herzversagen. Sehr, sehr traurig. Übrigens auch noch sehr interessant, sein Sohn Peter führt mittlerweile in der 7. Generation die Theater- und Schauspielkunst fort. Was mir hier auf diesem Friedhof immer wieder auffällt, dass manche Grabstätten unfassbar große Statuen drauf haben. Das ist jetzt noch klein dagegen, aber nur mal als Beispiel. Und nicht nur die Prominenten, also auch wirklich auch ganz normale Menschen wie du und ich, haben unfassbar kreative Grabstätten. Es gibt auch die ganz schlichten, wie man die halt so standardmäßig kennt, aber selbst die sind teilweise wirklich liebevoll gestaltet. Also wenn ihr mal nicht wisst, was ihr unternehmen sollt, dann besucht doch einfach mal den Melaten-Friedhof hier in Köln. Es lohnt sich, alleine schon hier spazieren zu gehen. Hier kann man wirklich Stunden verbringen und man sieht immer wieder etwas Neues, Interessantes. Übrigens steht der Melaten-Friedhof seit 1980 unter Denkmalschutz.
Und was hier auch noch sehr wissenswert ist, über 40 verschiedene Vogelarten brüten hier und leben hier. Auch viele Eichhörnchen flitzen hier einfach immer wieder über die Gräber. Für die Autofans unter euch, hier liegt übrigens der Schöpfer des Verbrennungsmotors. Falls ihr hier mal jemanden ein Grablicht aufstellen möchtet, könnt ihr hier an diesem coolen Automaten tatsächlich für 2,50 Euro ein Grablicht ziehen. Habe ich so auch noch nirgends gesehen. Und wie im Supermarkt, wenn ihr einen Einkaufswagen euch gegen einen Euro oder so nehmen wollt, kann man jetzt hier sich auch eine Gießkanne leihen. Wir befinden uns am Grab von Willy Herren. Er war ja unter anderem bekannt durch die Lindenstraße, aber auch Schlagerhits haben ihn berühmt gemacht, wie zum Beispiel Es geht schon wieder los. Der ein oder andere von euch hat sicherlich dazu schon mal Party gemacht und das hätte Willy sicher richtig toll gefunden. Ja, wenn man hier steht, kriegt man ein ganz mulmiges Gefühl, gerade wenn man so die Musik von Willy total gut fand und auch Willy kannte. Ja, war eine frohe Natur, ein richtiger kölscher Jung, wie man so schön sagt. Was mich persönlich sehr bewegt, sind die Schriftstücke hinter mir am Baum. Da haben die Kinder wirklich sehr liebe Worte für ihren Papa hinterlassen. Da ich meinen Papa auch sehr früh verloren habe, kann ich das gut nachvollziehen, wie traurig man sich fühlt. Und wenn ich jetzt hier stehe, weckt das in mir halt auch diesbezüglich die Erinnerung. Ja, ich fand Willy auch immer sehr sympathisch, eine richtige kölsche Frohnatur, wie er schon erwähnt. Und es ist einfach eine Ehre, hier bei ihm am Grab stehen zu dürfen. Wir haben endlich das Grab von Dirk Bach und seinem Lebensgefährten Thomas gefunden. Viele von euch haben sich ja sicherlich auch gefragt, wer hier neben Dirk Bach liegt, also wie schon erwähnt, sein Lebensgefährte Thomas. Und wenn man hier vorsteht, kriegt man regelrecht Gänsehaut, wenn man bedenkt, wie lebensfroh Dirk Bach doch war. Ja, er wurde ja leider in seinem Hotelzimmer in Berlin tot aufgefunden und da war er gerade mal 51 Jahre alt. Er hatte wohl Herzversagen. Gebürtig kommt Dirk Bach aus Köln. Das ist auch der Grund, warum er hier begraben ist. Was noch sehr auffällt, ist, dass die Pinke Bank nicht mehr vorhanden ist. Die Stadt Köln hat sie leider entfernt. Warum, ist uns leider nicht bekannt. Die haben eine Ersatzbank hier gegenüber aufgestellt, die aber leider nicht ganz so fröhlich aussieht. Für heute müssen wir dieses Video beenden, da die Dämmerung leider uns im Nacken liegt. Wir wollten euch eigentlich noch Gunther Philipp zeigen, ein sehr bekannter Schauspieler und auch noch etliche andere. Deswegen wird es tatsächlich noch ein Part 2 geben. Also bis zum nächsten Mal.